Hallo liebe Zocker, liebe Zockerinnen, hier ist wieder euer Punky von Punky Let's Zock und wir spielen Constructor. 17.30 Uhr, ja, Constructor-Zeit und auch Zeit der Analysen und der Fehler. Dazu pausiere ich das Spiel nochmal ganz kurz, denn ich habe mir es jetzt durch den Kopf gehen lassen. Wir haben einfach folgende Probleme. Wir haben noch nicht die Möglichkeit, Mieter der Stufe 3 zu produzieren oder zu erhalten, wie wir es nennen wollen, ist egal. Jedenfalls würde ich sagen, wir werden lieber den Spatz in der Hand nehmen, als die Taube auf dem Dach. Und daher werde ich dieses Gebäude verkaufen. Und ich werde auch dieses schöne Gebäude verkaufen. Damit haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Geld, sicher. Diese Sachen hier können wir leider, ja, entweder ziehen wir sie noch rot, dann könnte man, ja, ich würde sagen, wir ziehen sie noch hoch. Die Frage ist, warte mal, können wir sie überhaupt hochziehen noch? Das ist jetzt die Frage. Ja, okay, machen wir Folgendes. Wir ziehen diese beiden Gebäude noch hoch und werden dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Hier werden wir mal sagen, hier nutzen wir die manuelle Hausreparatur und werden das Ungeziefer auslöschen. Da, damit sollte das auch alles wieder in Ordnung sein. Wir ziehen, wie gesagt, diese Häuser jetzt so hoch und werden die dann auch verkaufen. Und dann sollte das Problem sich erledigt haben. Und dann sollten wir langsam unsere Probleme in den Griff bekommen. Italiener liefern lassen, aber der Typ hat mich nur mit einem Maschinengewehr bedroht. Du nimmst jeden Monat unser hart verdientes Geld. Bist aber nicht bereit, unsere Hütte etwas schöner zu machen? Nö, bin ich nicht. Wenn du unsere Hartz-IV-Knete mal dafür nutzt, hier ein wenig zu dekorieren. Wie wär's, wenn du mal arbeiten gehst? Und vor allem, 1, 2, 3. Und vor allem anständig Miete zahlst. So, das ist zwar jetzt kein gutes Geschäft für uns, aber alles andere hilft ja nun mal nichts. Und auch dieses Gebäude verkaufen wir. Immerhin gibt es wenigstens ein bisschen Knete dafür. Und dann müssen wir eben Stufe 1 Mieter produzieren. Das hilft ja nun alles nichts. So, Stufe 2 Mieter sind nämlich jetzt wieder freigeschalten. Und dann können wir sozusagen auch Stufe 2 Leute wieder annehmen. Warum sehen wir jetzt nicht die Fortpflanzung? Das ist doch... Die wollen anscheinend nicht. Müssen wir die nochmal nehmen. So, das Haus hier sollte eigentlich soweit den erforderlichen Standard haben. Hat es aber auch nicht. Was haben denn unsere Handwerker gemacht? Nee, das ist richtig. Da ist es in Ordnung. So, das läuft und das läuft auch. So, das geht erstmal alles kaputt. So, hier kriegen wir jetzt irgendwie keine Mieter rein. Nee, die wollen nicht. Irgendwas ist hier total versifft. Also, vielleicht müssen wir das Haus auch entsprechend verkaufen. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie das jetzt anders hinbekommen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt mal hier ein neues Haus von Typ 2. Produzieren wir denn Typ 2 Mieter überhaupt? Können wir das überhaupt produzieren? Das ist wieder so die Frage. Typ 2 Mieter produzieren. Leg mal los. Och, Leute. Der nächste, der gestorben ist. Ich fass es ja nicht. So, jetzt kriegen wir gleich ein Problem mit unserer Landnutzung. Ich hab langsam genug von deiner kapitalistischen Sichtweise, was die Heimgestaltung angeht. Nimm etwas von deinem Bonzengeld und richte unser Haus neu ein, Mann. So, ich. Die wollen hier auch nicht wohnen. Stufe 1 Mieter. Das hilft uns alles nicht so viel heute weiter. Blutung
Vorhandene Miete sind 2. Was hat die für ein Was ist hier Problem? passiert? Dieses Kaff geht vor die Hunde. Wenn dein Team das nicht sofort in Ordnung bringt, packen wir unsere Sachen. Ist das angekommen? Ah, die Mieter werden immer nörgeliger. Das ist doch echt hier nicht mehr fein. Ich bin im Park spazieren gegangen. Ja, das ist schön für dich. Deswegen weiß ich immer noch nicht, was du für ein Problem hast. Wir könnten hier mal einen Computer kaufen. Vielleicht wäre das mal sinnvoll. Ah, schon wieder ein Befall. Ach Leute, das ist doch bald nicht mehr schön. Ja, sind hier irgendwo die Kakerlaken wieder durchgerannt. So, okay, das. Kriegen wir das jetzt irgendwie hin? Nee, ich krieg keine Mieter produziert. 2 von 2. Ah, okay, wartet mal. Bedeutet das vielleicht, dass ich jetzt hier, dass ich jetzt hier, ah nee, hier habe ich ja Mieter. Oder, jetzt komme ich hier ganz durcheinander. Ich probiere jetzt mal ein neues Heim für Typ 2 zu machen. Setzen wir das mal hier hin. Holen uns jemand auf die Baustelle. Es kann sein, dass nämlich die Anzahl begrenzt ist und dass es deshalb gerade nicht funktioniert. Aber ja, warten wir es ab. Bei all dem Qualm hier drin kann ich nichts sehen. Brennt die dämliche Küche schon wieder? Lösch das Feuer, Alter! Ja, ich frage mich, wo unser Hausmeister ist. Ihre Steuer ist fällig. Ihre Zahlung ist jetzt fällig. Sie sollten mit Ihrem Bankmanager sprechen, um Ihre Steuern zu zahlen, bevor Zinsen fällig werden. So. Mieter der Stufe 2. Oh nee, was ist denn jetzt schon wieder los? Hilfe. Hier fängt gerade alles an zu brennen. Also ich glaube, wir bekommen hier gerade ein höllisches Problem. So, wir dürfen jetzt nicht ganz so viel Geld verbraten. Nur erstmal das Notwendigste. Ich habe langsam genug von deiner kapitalistischen Sichtweise, was die Heimgestaltung angeht. Nimm etwas von deinem Bonzengeld und richte unser Haus neu ein, Mann. So, bekommen die nochmal eine Aufwertung von Wohn- und Küche. Ich hoffe, das sollte erstmal reichen, um die ein bisschen zufriedener zu stellen. Ich gehe mal aus dem im Garten. Das ist das. Der macht Randale, aber vom Feinsten. Dann nehmen wir das Geld auch noch in die Hand. Ich glaube, wir müssen nicht alle dorthin schicken. So, was ist jetzt hier schon wieder los? Ah, nee, also Ich mag Probleme über eine gute Probleme. Rauferei, aber die Knacker vom Pizzaladen spielen nicht fair. Sie haben versucht, mir die verdammte Rübe wegzublasen. Meine Kinder. Wir wollten nicht in einem Kriegsgebiet leben. Wir brauchen Schutz. Fensterläden wären ein guter Anfang. Sofort, Alter. Fensterläden. Eieiei, gut. Wir zahlen erstmal unsere Steuern. Und gehen dann mal hier in die Fabrik rein und suchen mal nach Fensterläden.
Und dann bauen wir da mal so 5 Stück. Und ich denke mal, 5 Stück bedeutet da 1 pro Haus. Aber das werden wir dann auch gleich im Detail noch sehen. Hier müssen wir auf jeden Fall erstmal... Ah, die Arbeiter sind bereits da, das ist gut. Dauert halt ein bisschen länger zu produzieren. Und ansonsten... Ich wollte mir gestern Abend was vom Italiener liefern lassen, aber der Typ hat... Ich mag eine gute Rauferei. Wir wollten nicht in einem Kriegsgebiet leben. Ja, wir brauchen alles cool. Schutz. Fensterläden wären ein guter Anfang. Sofort, Alter. Heieiei. Gut, okay. Fensterläden bekommen sie auch. Ach, selbstverständlich. Wir sind doch hier großzügig. Es gab Berichte über Zombies in einem ihrer Häuser auf dem Grundstück. Oh nein. Dort so viele Mieter gestorben sind. Sie müssen zu einem Zombie-Killer werden und das Gebiet säubern, bevor wir in Zombie-Eingeweiden ersticken. Sie haben wenig Zeit, um 10 Zombies zu töten. Nicht doch schon wieder. Es ist doch so ein Mäusemelken. Wo sind jetzt die Zombies? Wo kommen die jetzt raus? Ah, es ist doch nicht mehr schön. So, Zombies. Killt sie, macht sie platt, macht sie alle, macht sonst was mit. Auf ihn! Hey, du! Hey, du! Logisch! Komm her! Komm her! Logisch! Okay, komm her! Logisch! Komm her! So, machen wir mal ein paar Zombies kalt. Warum nicht? Auf sie mit Gebrüll. So. Das ist herrlich. Gebaut wie ein Muskelberg. Wusstest du, dass wir aus Versehen einen Verrückten angestellt haben? Vergiss es einfach, solange er nur die anderen ärgert. Glückwunsch! Sie haben echt eine geniale Buffy-Vorstellung abgeliefert und das Zombie-Problem auf dem Grundstück behoben. Na dann, bin ich ja zufrieden, wenn wir das haben. So, kriegen wir jetzt hier auch... Ne, kriegen wir nicht. Das ist doch... Das verstehe ich nicht. Was? So, Fensterläden. Ich habe doch Fensterläden jetzt hier. Wie kann ich die jetzt hier einbauen? Oder gehe ich da einfach hier hin und sage... Ausverkauft. Oh! Entschuldigung, aber das war ja nun echt mal hier ein bisschen krank. Leute, wie könnt ihr denn solche brutalen Geräusche machen? Finde ich absolut nicht cool. Boah, nee, also das ist ein bisschen heavy. Also das hätte man irgendwie schöner machen können. Ich habe doch schon den Ton sowas von leise gedreht. Da finde ich das wieder unmöglich. Oh nee, jetzt haben wir auch noch Kakerlaken-Probleme. Das ist doch... Oh, krieg die Krise. Also ihr seht, wir haben hier jede Menge Probleme, immer wieder aufs Neue. Aber ich würde fast sagen, für heute habe ich mich genug herumgeärgert. Daher, ja, schauen wir mal, wie es in den nächsten Folgen weitergeht. Um die Kakerlake hier kümmern wir uns auch noch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben. Und sehr gern auch ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Ich wünsche euch noch alles Liebe, alles Gute und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Euer Punky von Punky Let's Talk. Bye, bye.